Und weiter geht's mit King of Retail. Eieiei. Ja, wir haben sehr viele leere Regale. Das ist halt wirklich leider so. Das ist wirklich so. Das ist nicht schön. Aber ist halt so. Aber wir haben den großen Vorteil und ich denke, das werden wir jetzt genau machen auch. Wir werden jetzt schon anfangen, mit den ersten Dingen umzustellen. Und ich würde gerne die Schuhe in diese Richtung verfrachten. Denn hier werden wir erstmal noch nichts anbauen. Denke ich. Wir können auch die Schuhe hier hinten an die Wand machen. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Wir haben natürlich jetzt hier auch noch diese Kasse. Guck mal, ob ich die irgendwie noch ein bisschen anders da stellen kann eventuell. Dass wir da ein bisschen mehr Luft haben. So, wir schauen mal. Also ich denke, was sich lohnen würde, ist halt wirklich so ein Bereich, wo ja mehr oder weniger dann die Schuhe sind. Zum Beispiel hier so. Dann verschieben wir das Ganze jetzt einfach mal dahin. Da reicht der Platz jetzt gerade nicht. Das ist nicht so schön. Ich kann natürlich auch hingehen und hallo. Verschwinde das hier. Hallo? Hier ist auch noch gar nichts. Gehen Sie doch mal weg. Was ist denn los mit Ihnen? Was ist denn mit Ihnen? So, einmal hier hin. Einmal links, einmal rechts. Da haben wir schon mal die zwei verschiedenen Schuhsorten. Machen wir jetzt einfach mal so. Der Vorteil ist, wir haben hier schon mal, den Platz, um das schon mal so ein bisschen umzustellen, eventuell, ne? Die beleuchteten den können wir erstmal, keine Ahnung, erstmal hier hinstellen. Da ist ja gerade auch nichts drauf. So, die große Frage ist natürlich jetzt. Hi, spare 2 seconds. Die große, große Frage. Wo ist denn Chelsea? Chelsea? Ach, Chelsea kommt gerade erst. Chelsea, sag mal, du kannst doch auch verkaufen. Dann mach doch das heute auch mal bitte. Dann kannst du das auch schon mal ein bisschen lernen. Und wir bereiten hier noch so ein bisschen den kleinen Umbau vor. Der mehr oder weniger ein großer Umbau wird und kein kleiner Umbau. Wir haben halt immer noch sehr, sehr leere Regale. Und die Pullover gehen halt absolut nicht gut. Ne? Und ich bin jetzt so dreist. Wenn wir es ein bisschen früher machen können, dann machen wir das halt. Heute verkauft einer, gestern einer. Die gehen halt wirklich nicht so gut. Wir machen jetzt den Preis ein bisschen runter. Ja, genau, wir gehen noch ein bisschen höher statt runter. Wir gehen auf Verkaufspreis von 1000. Mindestlagersystem haben wir hier. Oh Gott, und heute ist irgendwas. Oder? Nix? Okay. So. Verkaufspreis auf 100. Mindestlagersystem 0. Das ändern wir jetzt auch mal ab. Weil es bringt uns nichts, wenn wir die immer lagern und die nicht wirklich weggehen. Deswegen machen wir das jetzt einfach mal so. Hoppla. So. Auch auf 0. Zack. Verkaufspreis 100. Also die machen jetzt einen Rabatt. Ne? Das ist halt... Wir machen jetzt daraus ein Rabatt. Haben wir jetzt alle hier? Nee, da noch. Zack. Und dann haben wir die hier ja auch nochmal. Hier auch. Gestern verkauft. Ist halt, die gehen halt offensichtlich nicht so gut. Die lasse ich jetzt mal auf 110. Machen wir auch mal auf 100. Ist ja kein Problem. Zack. 0, 0. Und dann... Hi, spare 2 seconds. Was? Ach komm. Egal. Auf die 10.
Kommt es auch nicht drauf an. Machen wir hier auch noch und dann passt das. Dann ist alles einheitlich. So, die Police, die verkaufen wir also jetzt ein bisschen günstiger. In der Hoffnung, dass wir die jetzt einfach auch ein bisschen wegbekommen. Ne? Hoffen wir es. Ich denke schon. Es ist halt gerade ein bisschen, ja, strange. Wir haben noch lange offen. Und wir haben keine Schuhe mehr. Aber das ist kein Problem. Wir machen jetzt Folgendes. Wir gehen jetzt einfach mal in das Kaufmenü. Bestellung. Und wir hatten ja hier offene Schuhe. Ui. Thank you. Casual Typ 1. Da haben wir die ganzen... Uff. Habe ich die Schuhe noch nicht in der Liste gehabt? Das sind die Testartikel. Ich habe die Schuhe noch gar nicht in der Liste drin gehabt. Nee, nee, nicht löschen. Hier, das löschen. Okay. Wir machen jetzt Folgendes. Wir kümmern uns jetzt mal um die Schuhe. So, Schuhe, 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 Schuhe. Wir werden dann aber auch zusätzlich gleich noch die nächste Sorte aussuchen. Und zwar, ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal hier an. Wir gehen jetzt einfach mal knallhart mit diesem Programm so weiter. Wir erweitern unser Schuhsortiment um diese Schuhe. Ob es was bringt? Keine Ahnung. Werden wir sehen. So, wir machen erstmal 10, 10, 10, 10, 10, 10 und 10 und 10. Hoppla. Thank you. Thank you. 10 und 10. So. Hey, can you help me? Dann... Das weg. Warenkorb speichern. Ich nenne es jetzt einfach mal... Nicht... Vor allem schreibt man so Schuhe nicht. Ja, keine Ahnung. Schuhe. Ich nehme jetzt einfach mal Schuhe. Artikel bestellen. Bestellung ist aufgegeben. Und jetzt können wir natürlich ihn ordern. Na, wir sagen jetzt, ey, du komm bitte vorbei, wir brauchen die Schuhe. Kein Problem, der kommt. Wir haben halt nichts mehr. Hier wird es immer leerer. Wir haben halt echt jetzt nichts mehr. Und sogar die Sachen sind jetzt komplett ausverkauft. Also wir können früher umbauen. Ich glaube, das können wir so stehen lassen. Der liefert die Schuhe. Der liefert die Schuhe schon mal an. Moin. Ich mal da rum. So, dann packen wir mal die Schuhe aus schnell. Das erste, was wieder ins Regal kommt. Schuhe! Hey, thank you. Thank you. So. Gut ist an der Kasse. Dann füllen wir auf. Das erste Schuhregal ist voll. Und das zweite Schuhregal ist auch voll. So, natürlich brauchen wir jetzt noch ein Schuhregal wieder, denn wir haben ja auch neue Sorten. Nein, da muss ich hier hin. Wir haben ja nun auch neue Sorten. Ich würde halt gerne ein bisschen Variation reinbringen und nicht immer alles hier an der Wand haben oder so. Es ist halt... Ja... Zack. Nee. Das hier und das hier. So rum. Das war da. Was ist denn hier? Warum klappt denn das schon wieder nicht? Na gut, da. Kommt auf. Hoppi, hopp, hopp, hopp. Wir schließen gleich. Muss jetzt ein bisschen zügiger gehen hier. Hey. Hi. Kommst du zu mir? Ja, also dann los. Auf, komm dran, wer zahlen will, jetzt bitte, zeig ich, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. Los. Wunderbar, so.
Da haben wir ein neues Regälchen. Da können wir auch 4 Sorten drauf machen. Das ist gut. Da machen wir jetzt einfach mal die Sorte drauf. Zack. Einfach mal drauf. Wir müssen halt gucken, ne? Wir müssen halt wirklich schauen, was geht so, was ist so the place to be, sozusagen. Kann ich mit dem noch vor? Nee, ne? Mit dem kann ich halt auch nicht weg. Nein. Nein. Nein, noch. Okay. Wir haben halt nichts mehr. Ich würde schon fast sagen, wir lassen jetzt morgen einfach zu. Wir haben jetzt 123.000. Es wäre jetzt Samstag, ne? Bringt nichts. Bleibt morgen zu. Fertig. Die haben alle einen freien Tag. Den können sie genießen und am Sonntag öffnen wir dann ganz normal. Und dann schauen wir. Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Das machen wir jetzt. So, wir müssen es halt jetzt ein bisschen vorziehen. Wir bauen jetzt um. Oh Gott, ich habe Angst. Da müssen wir zwar alles wieder aufstellen, aber das ist halt so, ne? Das ist halt so. Ich bin jetzt gerade überlegen. So, wir schauen jetzt mal. Wir können jetzt hier noch anbauen. Wir haben die Kohle. Wichtig. Wir haben die Kohle. Zack. Der Raum ist jetzt ein bisschen größer. Könnten. Nee, können wir nicht. Kann sie es auch wieder rückgängig machen? Hier mit dem roten wahrscheinlich, ne? Genau, okay. Dann lassen wir das mal noch so, wie es ist. Einmal drehen, bitte. Zack. Zack. Und zack. 24.000, das ist okay. Das ist okay, das ist okay. Das Lager erweitern wir aber auch noch ein Stückchen wenigstens. 32.000. Und wir hätten wieder ein bisschen mehr Platz. Das ist gebongt. So sagen wir das. Das machen wir. So. Wichtiger Punkt ist jetzt. Es ist egal. Das brauchen wir nicht. Wir haben ja zu. Wir haben zu. Wir lassen heute geschlossen. Haben somit erstens keine Ausgaben wirklich. Außer die Ausgaben, die wir jetzt natürlich machen werden. Wir können jetzt uns stressfrei in Ruhe die Gedanken machen, wo wir was hinstellen. Das ist super. So, das mal darüber. Alles einfach mal erst zur Seite. Düm, düm, so. Zack. Zack. So. Dann haben wir ja noch ein paar andere Schuhe. Ne? Welche waren das nochmal? Das waren genau diese komischen hier. Ich würde die gerne auch auf so einem Ständer haben. Kleider, Schuhe. Auch hier, zack, passt. Dann sortieren wir die auch gleich hier drauf. Dann haben wir das nämlich auch schon gemacht. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr Schuhauswahl wieder. Wurde auch mal Zeit, glaube ich. Wurde auch mal Zeit. So, dann. Wir bleiben natürlich noch nicht so stehen, ne? Also. Keine Panik. Die bleiben wahrscheinlich nicht so stehen. Sprich mal der durch. Kasse einfach mal irgendwo anders da hinstellen kann gerade. Ich würde jetzt hingehen. Einfach mal so stellen. Hallo Handy. Sind wir einmal? Ja, sehr gut. So, das ist unser Ständer für Angebot der Woche und so. Jetzt könnten wir hingehen.
Mal schauen, warte mal, mach das mal weg hier. Weiß nicht, ob das geht. Ich bin gespannt. Dass wir jetzt so einen Special-Ständer praktisch immer haben, irgendwie. So, was heißt Special? Special-Ständer haben wir ja mit denen schon. Ich kann das hier nirgends hinstellen. Nein! Ich stelle das mal kurz dahin und dann mal kurz das hier so ein bisschen weg hier. Also nicht Special-Ständer, sondern dass wir da vielleicht das Ganze jetzt so ein bisschen designtechnisch machen können. Geht nur halt nicht ganz so geil irgendwie. So. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt noch einen dazwischen kriege, ich glaube aber nicht. Nee, den kriegen wir nicht dazwischen. Aber das ist nicht so schlimm. Das ist erstmal okay. Aber so haben wir wenigstens ein bisschen, ne? Auch ein bisschen was anderes da drin stehen irgendwie. Der Vorteil ist natürlich, wir können die, glaube ich, sogar noch. Na, es geht nicht ganz. Okay, gut. Ist nicht so schlimm. Alles gut. So, okay. Wir kommen rein und haben dann direkt hier rechts die Schuhe. Was ist denn das? Achso. Wir haben hier direkt die Schuhe und einfach ein paar Sporthosen. Ja, ein paar Sporthosen. Hosen haben wir jetzt gerade nicht. Das schauen wir mal an. Okay, wir haben die Schuhe. Das machen wir jetzt alles parallel so ein bisschen. Ich habe ja hier schon so ein bisschen eine Liste. Tschüss. Wir machen das neu. Wir machen das jetzt wirklich schön neu. So, Sporthosen. Active Sports. Active Sports, okay, wir nehmen die hier. Wir nehmen jetzt einfach mal die hier. Wir ändern unser komplettes Sortiment ein bisschen. Zack, das sind einmal die. Wenn wir schon umbauen, dann präsentieren wir unseren Kunden den Laden auch mit kompletter neuer Ware. So, das ist jetzt erstmal die Active Sports Reihe. So, das sind auch die Röcke. Die Röcke sind ja sehr gut gegangen, ne? Dann nehmen wir die jetzt mal damit dazu. Und zwar alle. Ja, komm. Wir ziehen das jetzt durch. So, ich würde allerdings sagen, wir tun immer da Zähne von jedem. 10, 10, 10, hoppla. 10, 10, 10, 10. Nein. 10. Vielleicht werden wir die Ständer dann doch nochmal ändern müssen. Ich weiß es nicht. Müssen wir mal gleich schauen. Denn ich glaube, die haben nur einen Platz, ne? Und das wäre nicht ganz so gut dann. Wir haben ja jetzt noch ein bisschen mehr Zeug. So, das hier ist jetzt die Active Sports Reihe, haben wir gesagt, ne? Active Sports. So, die speichern wir jetzt einfach mal. Nee, erstmal speichern, so. Active Sports. Hosen. Geht der? Nee, geht nicht, okay. H und R. Hosen und Röcke. Falls ich mir das merken kann, bin ich Pech. Artikel bestellen, zack. Direkt bestellt. So, genau, hier haben wir das Problem, da können nur die dran. Wir bräuchten, wenn dann vielleicht so einen. Ich glaube nicht, dass was Neues hinzugefügt wurde. Lieferst du mir das bitte auch gleich, dann kann ich das schon mal gleich. Ja, kostet ein bisschen viel Geld, ne? Habe ich jetzt mal gemacht. Egal. Ständertechnisch haben wir halt sonst nichts, ne? Was da irgendwie jetzt so ein bisschen. Die hier wären halt noch möglich. Die hier. Hier haben wir ja. Einen wunderschönen. Hi. Mach nochmal den kurz weg.
Und ich glaube, die würden hier... Ah, nee. Das wäre zu... wie mache ich das? Weil ich hätte das schon gerne so eigentlich... Oh, Moment. Stopp, das steht ein bisschen... Er muss ja eigentlich schon so ein bisschen... Ja, so ein bisschen da so... Warte mal. So? So? Geht gar nicht richtig, ne? Wie mache ich das? Wie machen wir das? Ich könnte das auch als so knapp machen, hier so. Kann ich den dann auch noch so knapp machen? Müsste eigentlich gehen, ne? Ja, da steht da hinten das jetzt im Weg. Moment. Geh mal zur Seite, bitte. Das kriegst du hier gar nicht so knapp hin, ne? Mann! Könnte natürlich auch. Warte mal, wir machen das mal so. Kriege ich den da noch nebendran jetzt? Das wäre halt. Bäm. Das ist aber nicht ganz. Dann steht er schon gerade. Egal, wir machen es so. So, was wir jetzt auf jeden Fall auspacken. Wir haben so viel bekommen. So, das packen wir jetzt erstmal alles aus. Das Lager haben wir ja auch ein bisschen größer gemacht. Ich weiß nicht, ob wir das schon direkt erweitern können. Geld, ne? Ist halt so eine Sache. Ist halt so eine Sache. Da müssen wir halt noch ein bisschen aufpassen, eventuell. Na gut, da passt noch einiges rein, auf jeden Fall. Heieiei, spannend. Spannend, spannend. Mal gucken. Vor allem mal gucken, ob es am Ende dann noch wirklich so funktioniert. Ein Tag geschlossen, den werden wir halt hart merken. Ne? Also wir waren jetzt bei über 100.000. 123.000, 25.000, sowas in dem Dreh rum. Jetzt sind wir bei 70.000 gerade. Ist halt, puh. Ich glaube, diesen Tag werden wir sehr hart merken. So, was mache ich jetzt hier allerdings? Die passen halt... Ja, sie passen natürlich hier irgendwie hier rein. Das Problem ist... Aber es ist so wenig. Wir können jetzt hingehen. Auch wenn das schon irgendwie was hat, was halt nicht so... Ja, symmetrisch ist und so, ne? Wir können jetzt erstmal hingehen und sagen... Jo. Zack. Hau mir... Das Teil hier rein. Nein! Nicht aufnehmen. Und dann können wir natürlich jetzt hingehen und sagen, hier, zack. Hosen. Aber die Sporthosen. Wir nehmen jetzt einfach mal diese hier. Drei, vier. Oh, wir haben fünf, ne? Wir haben fünf verschiedene. Uiuiuiui. Dann nehmen wir erstmal die Röcke. Ach, nein. Mann. Was machst du denn? So, nehmen wir erstmal die Sachen wieder. So. Okay, die Röcke können wir hier hinmachen. Das ist kein Problem. Zack. Hallo Handy. So, machen wir die Röcke mal hier hin. Wir können notfalls natürlich auch noch das hier ein bisschen aufschieben. Und dann an der Rückwand vielleicht. Dann haben wir halt doch wieder nicht so die extra nur Schuhecke, ne? Wie ich hier eigentlich wollte. Ja, Handy ist jetzt mal gut, Mensch. Was ist denn los mit dir? Ich wollte ja eigentlich nur so eine Schuhecke.
So ein Regal für Hemden mehr an der Wand gibt's nicht, sondern nur die. Das ist halt nicht viel. Weil sieht das gut aus? Passen, da ist noch zwei nebendran. Aber wir haben da auch nicht so viel Platz. Wir haben da nur für vier Sachen. Okay, wir könnten auf jeden Fall die eine Sorte und die andere Sorte machen. Das wäre möglich. Warte mal. Okay, wir brauchen mal noch so ein Regal. Gib mir mal noch so ein Regal. So, Adastrom. Warm gespeichert. Zack. Nee, doch. So rum, so rum. Jetzt wollen wir mal gucken, ob ich da noch... Ich muss den noch weiter weg machen. Muss ich das wieder suchen? Mein Gott! Da waren wir da mal jetzt noch zwei Stück hin. Einmal. Zweimal. Dann können wir das Ganze auch noch ein bisschen auseinanderziehen. Dann sieht es nicht ganz so gedrückt aus. Auf Krampf. Ein bisschen. Außer halt die Regale an der Seite irgendwie. Aber das ist okay. Finde ich. Jetzt erstmal. So, dann machen wir das jetzt mal so. Und dann können wir hingehen. Einmal hier. Zum Beispiel die Hosen. Die Hosen. Wir haben fünf, ne? Es waren fünf, ne? Nee. Doch, es waren fünf. Und es fehlt dann immer noch ein Platz. Okay, dann machen wir erstmal die hier hin. Dann machen wir die anderen woanders hin. Ist egal. Dann machen wir die woanders hin. Wir finden schon was. Machen wir jetzt mal wirklich nur dann die hier hin. Zack. Räumen die mal drauf. Sag ich. Sag ich. Sehr cool. Dann Hemden, nee, Hose. So, die haben wir. Dann haben wir natürlich noch Röcke. Das große Problem jetzt. Das sind sechs dann. Was lassen wir mal noch? Das sind fünf, okay. Müssen wir eh ein bisschen dann... Ein bisschen rumwurschteln. Das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Ich würde dann sagen, wir machen hier noch Röcke hin. Die haben wir ja schon auf dem Ständer dann. Das sind vier. Dann machen wir jetzt genau die hier hin. Mal gucken, wie das dann aussieht. Also das müssen wir jetzt erstmal schauen dann. Ob das doof aussieht. Notfalls machen wir da dann einfach noch... sagen wir es mal... Die Oberteile hin. Okay, das sieht halt... Das sieht halt total doof aus. Weil die so klein sind, ne? Die passen halt eher dann an so einen Ständer dran. Okay. Dann... Passen wir das Ganze mal so ein bisschen an. Stell dich mal kurz dahin. Das können wir jetzt wieder so ein bisschen aufschieben. Vielleicht dann nochmal umstellen. Also nochmal ein bisschen wegstellen oder sowas. Je nachdem, wie die Leute da gut durchkommen oder nicht. Ist halt so die Frage. Und die Antwort werden wir halt erst später bekommen. Warte mal. Wir könnten das jetzt wahrscheinlich passig machen direkt. Machen wir das mal. Das hier mal weg. Zack. Also da könnte man das auch passig machen. Jetzt ist die Frage. Stellen wir das Ding hier hin. Machen wir noch weg. Weg damit. Und die Folge geht schon 30 Minuten. Wir sind noch nicht mal ansatzweise fertig irgendwie, dass wir sagen können, jo, wir sehen ein Ziel am Ende. Nee, das sehen wir noch nicht. So, Angebot der Woche. Ich lasse das jetzt mal noch, das Angebotchen der Woche. Wir schauen da jetzt einfach, nee, nicht Elektronik. Nochmal nach einem. 2400 ist halt schon, huh.
So, wenn wir den jetzt da hinstellen, aber den kriege ich da nicht hin, ne? Der passt da nicht in die Lücke. Okay, nee, dann kann ich das so schon mal nicht machen. Dann machen wir das jetzt nochmal. Dass es nicht ganz so hingewürfelt aussieht, ne? Das ist halt, ja. Die Idee. Okay, wir haben jetzt hier zwei Plätze trotzdem natürlich. Das heißt, wir kriegen hier einmal die Hosen hin. Und da. Die Röcke sehen halt da drauf auch ein bisschen doof aus, ne? Eigentlich. Aber ich mach die jetzt mal da drauf. Was man höchstens da machen könnte, man könnte dies ab und zu wechseln. Dass man sagt, okay, komm, keine Ahnung, jetzt was Langes drauf. Auch so Art, so eine Art Angebotsständer sozusagen. Müssen wir mal gucken. Machen wir mal so. Zack. Das kriegen wir da jetzt nicht rein. So, jetzt erstmal dich weg. Jetzt haben wir das schon mal soweit. Jetzt muss ich mal schauen. Kriege ich jetzt zwei Stück von denen zum Beispiel so da rein? Ja, würde ich. Nee, also zwei wird schwierig wahrscheinlich. Aber wieder so stylmäßig würden wir es wahrscheinlich irgendwie hinbekommen. Die Frage ist, will man es, ne? Wir brauchen ja auch noch solche Ständer für die Röcke und so. Eieiei. Schwierig. Und ich glaube auch nicht, dass ich den Eingang so zugleistern will, ne? Man kommt hier schon rein. Und siehst direkt rechts. Oh, cool. Ja, zack. Die Frage ist auch, wo stelle ich die Kasse hin? Die nächste Frage. Schwierig. Es ist gerade etwas schwierig. Also so an sich gefällt es mir. Muss ich sagen. So, diese Seite ist okay. Könnte schöner sein. Ist aber soweit okay, denke ich. Aber wir haben noch ein Heidenstückchen Arbeit. Da muss halt noch ein bisschen mehr investiert werden. Damit es im Endeffekt dann richtig auch was ist. Versuchen wir dann mal hier so ein bisschen Platz noch zu nutzen. Mehr kriege ich da eh nicht hin. Ich dann vielleicht hier die Hosen hinmachen. Zack. Wenn ich die Tür wegkriegen würde. Könnte das jetzt natürlich dann irgendwie so machen. Wo ist der andere? Da hinten. Den einfach auch so ein bisschen rein sliden lassen sozusagen. Mach da jetzt mal die Hosen hin hier. Oh, Moment. Hatten wir schon. Auch wenn wir im Endeffekt dann noch sehr viel Platz da drauf haben. Aber wir können ja was zusammensetzen, zusammenstellen und so. Wir können dann auch immer noch mal umschieben. Vier, dann die noch. Die noch. Dann haben wir ja einen davon. Da sind diese vier, ne? Also diese hier. Zack, vier. Da sind die vier. Und die sind da. Du, 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 du.
Zack, mach die erstmal dahin. Okay. Okay, okay, okay. Wir haben hier die Tür. Wie kriegen wir da auch nicht weg? Achso, Moment. Auspacken. Also die kriege ich schon weg, aber ich will die jetzt erstmal nicht wegkriegen. Deswegen machen wir jetzt mal da wieder die... Ey, du kannst aber noch ein bisschen näher, oder? Da, oder, 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 oder? Mach ich doch. Von Tieke näher geht schon. Zack. Zack. Also ich mach die, ich hänge die jetzt erstmal dahin, also stelle ich erstmal hier so hin. Wo ich die Kasse hinmache, weiß ich immer noch nicht. Ich denke eher, die Kasse kommt hier vorne hin, dass man dann praktisch zack und die gehen direkt raus, weißt du? Kann ich eigentlich schon mal so hinstellen, wie ich mir das denke. Zack. Andere Ding ist, wir haben zwei Kassen. Also die müssten dann, wenn schon, irgendwie beide in dem Bereich sein. Erstmal dahin. Zack. Zweite könnte ich nebendran stellen, notfalls. Erst einmal zumindest, sodass sie... wenigstens mal einen Platz hat, ne? Also die stellen sich hier hin, zack. Und die anderen dahin. Kann das eigentlich sein, dass die hier um die Ecke stehen? Ich weiß es nicht. Habe ich noch nicht drauf geachtet. So, wir haben hier noch einen Platz auf jeden Fall frei. Aber in erster Linie haben wir schon mal so grob die ersten Sachen. Das, was mich jetzt noch interessiert, ist folgendes. Wir haben hier die Casual-Sparte. Da müsste man mal schauen, wie die Sachen gegangen sind. Die Testartikel sind gegangen, definitiv. Das kann man so stehen lassen. Active Sports, die Reihe haben wir. Dann bräuchten wir jetzt im Endeffekt ja noch eine. Wir beenden erstmal die Folge. Und ich hänge einfach noch eine dran. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Wir bauen noch ein bisschen um. Haut rein.